Ich kann mich zum Beispiel bewusst daran erinnern, wie dieser erste Moment des Hinausgeworfenwerdens in eine Tödlichkeitswelt mit dem Beginn der Symbolisation verbunden war. Und dass ich von Anfang an erstaunt war über diese Grammatik von sich bildenden Syntaxis, von Semantemen, von unterschiedlichen Begehrenspositionen, die Worte und Dinge zu verstehen und vor allem dem Verwundern darüber, was es damit auf sich hat, dass diese Grundslaute irgendwelche Tröstungsbedeutungsträger, irgendwelche Vermittlungsübermittlungsfunktionen zu haben scheinen. Es gibt viele Beispiele von Worten, so wie das Sartre in Les Mots beschreibt, der Larousse auf der Jagd nach besonders merkwürdigen Worten wie Phanerogamen durchblättert hat schon als Kind. Auch er war einer, ein Vaterloser, ein psychisch Vaterloser. So habe ich zum Beispiel den Begriff des Psychopathologie des Alltagslebens erst im 20. Jahr nachträglich verstanden, dass es sich dabei nicht um Ennui des alltäglichen Langweiligkeitslebens handelt und dass Psychopathologie etwas ganz anderes meint. Das führte dann auch zur ersten Erklärung der Passe, bei dem dann es die Frage war, ob Kühen und Fliegen können oder doch nicht.